Einen wunderschönen, ja, jetzt wenn ich so auf die Uhr schaue, kann man das wohl schon sagen. Guten Morgen, ihr Veteraner im Norden und Süden, im Osten und Westen. Seid genau, ne, 1 Stunde und 9 Minuten haben wir mal wieder Matchday. Diesmal gegen den FC Ingolstadt. Und beim Blick auf die Tabelle kann man wirklich sagen, da steht doch eine ganze Menge Brisanz dahinter. Wir haben die letzten Spiele gegen Ingolstadt verloren und dabei noch nicht mal ein Tor erzielt. Und diesmal ist es wirklich so, ist es ist ein Kellerduell, wie man sich heftiger nicht denken kann. Also das ist wirklich so, wir müssen das Spiel nachher gewinnen. Ansonsten sieht es richtig düster aus. Also wir müssen auf jeden Fall nachher alles geben. Egal wie die Mannschaft, Aufstellung aussehen wird, die Mannschaft wird auf jeden Fall sich zerreißen müssen. Wir natürlich und auch das Stadion, die Atmosphäre, das muss natürlich alles stimmen. Aber ich bin davon überzeugt, das wird dann auch stimmen. Und bin ich davon felsenfest. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir gegen den FC Ingolstadt das Ding auf jeden Fall hinbekommen werden. So, und jetzt mal, apropos Stimmung. Ich hoffe sehr, dass dann noch um Sachen Kartenverkauf, dass noch einige Leute, dass noch da noch ein bisschen was geben wird. Also ich habe gehört im Rundfunk und Fernsehen, dass es noch Karten gibt. Ich kann nur sagen, ab 12 Uhr sind die Kassenhäuschen am Stadion geöffnet. Also da wer wirklich noch Bock hat, unsere Jungs richtig zu unterstützen, und ich hoffe sehr, dass wir noch einige werden, der kann dann auf jeden Fall noch Karten bekommen. Ne? Und noch einen anderen Tipp für alle, die in die Westkurve gehen. Durch den Bau des Deichschutzes am Weserstadion wird der Eingang zur Westkurve zum echten Nadelöhr. Und ich kann nur jedem raten, und das geht mir jetzt auch so, kommt rechtzeitig an. Also ich selber bin in der Regel in so eine halbe Stunde vor Spielbeginn, bin ich dann dort am Eingang. Kommt rechtzeitig an, es wird sonst richtig eng. Und wenn ihr Pech habt, könnt ihr dann sonst den Beginn des Spiels nicht miterleben. Also wer live von Anfang an dabei sein sollte, der sollte dann schon möglichst ungefähr, ja, eine Dreiviertel bis halbe Stunde vor Spielbeginn am Eingang der Westkurve auf jeden Fall dann da sein. Wäre auf jeden Fall anzuraten. So, ansonsten, ich hoffe sehr, dass er morgen ausreichend da sein wird. Ich hoffe sehr, dass er morgen noch in ziemlich guten Massen in Richtung Widerstand kommen wird, und dass man dann wir dann zusammen die Mannschaft dann auch zum Sieg anfeuern werden. Alles klar, bis dann und tschüss.